spüren Sie diesen außergewöhnlichen Energieschub, als ob sich das Gewebe der Realität unter Ihren Füßen verändert. Der blaue Vollmond ist vorüber, aber seine Wirkung ist noch lange nicht vorbei. Heute bricht die erste Welle der 5D-Energie der Erde in unsere Welt ein und bietet eine seltene Gelegenheit für spirituelles Erwachen und Transformation. Sind Sie bereit, diese Welle zu nutzen und in einen höheren Bewusstseinszustand einzutreten? Dieses Video ist in drei Teile gegliedert und Sie werden den letzten Teil nicht verpassen wollen. Er ist wichtig, also schauen Sie unbedingt bis zum Ende. Wenn du bereit bist, diese Energie zu empfangen, schreibe in die Kommentare: Ich bin bereit, diese Energie zu empfangen. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu mögen, zu teilen und zu abonnieren. Eure Unterstützung hilft uns, diese kraftvolle Botschaft mit denen zu teilen, die sie brauchen. Bleibt dran, denn die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, können euer Schicksal bestimmen. Was ist Erde 5D? Stellen Sie sich vor, eines Tages in einer Welt aufzuwachen, in der Angst, Spaltung und Konflikte nicht mehr herrschen. Ein Ort, an dem Liebe, Einheit und spirituelles Bewusstsein zu den wichtigsten Kräften der Realität werden. Das ist die Essenz von Earth 5D, ein höherer Bewusstseinsgrad, von dem viele glauben, dass er jetzt für uns verfügbar wird. Aber was genau ist Erde 5D und wie unterscheidet sie sich von der Welt, die wir kennen? Erde 5D symbolisiert den Übergang zu einer höheren Existenzebene, die die Grenzen unserer derzeitigen drittdimensionalen Realität überschreitet. In der 3D-Welt wird das Leben von der Dualität beherrscht. Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, Liebe und Angst. Wir leben in einer Welt, in der das Ego mit seinen Ängsten, Wünschen und Anhaftungen oft unsere Entscheidungen und Handlungen bestimmt. Die fünfte Dimension oder 5D ist jedoch ganz anders. Hier ist der Einfluss des Egos geringer und stattdessen werden wir vom Herzen geleitet, von einem tiefen Gefühl der Liebe, der Einheit und des spirituellen Bewusstseins. In dieser Dimension sind wir nicht mehr von der Illusion der Trennung gefesselt. Wir beginnen, alle Wesen als miteinander verbunden zu sehen, als Teil eines größeren Ganzen. Unsere Entscheidungen basieren nicht mehr auf dem, was uns persönlich nützt, sondern auf dem, was dem Gemeinwohl dient. Dies ist ein Bereich, in dem bedingungslose Liebe frei fließt und in dem wir das Göttliche in uns und anderen erkennen. Dies ist nicht nur eine Utopie, sondern eine sehr reale Möglichkeit, von der viele glauben, dass wir uns jetzt darauf zubewegen. Wie bewegen wir uns also von unserer derzeitigen 3D-Realität in diese höhere Dimension der Existenz? Dieser Übergang, der oft als Shift bezeichnet wird, ist sowohl eine persönliche als auch eine kollektive Reise. Es ist eine Bewegung von einer Existenz, die auf Angst basiert, zu einer, die in Liebe, Frieden und Einheit verwurzelt ist. In der 3D-Welt ist Angst ein mächtiger Motivator, der uns in Zyklen von Wettbewerb, Konflikt und Knappheit hält. Wir sind ständig bestrebt, uns zu schützen, mehr zu erreichen, unseren Wert zu beweisen. Aber wenn wir beginnen, uns in die 5D zu bewegen, verlieren diese Ängste ihre Macht. Wir beginnen zu erkennen, dass es nichts zu befürchten gibt, dass wir sicher sind, geliebt und vom Universum unterstützt werden. Unser Fokus verlagert sich vom Überleben zum spirituellen Wachstum, vom Wettbewerb zur Zusammenarbeit, von der Isolation zur Gemeinschaft. Dieser Übergang ist nicht immer einfach. Er verlangt von uns, alte Muster, Überzeugungen und Anhaftungen loszulassen, die uns nicht mehr dienen. Er fordert uns heraus, uns unseren Schatten zu stellen, unsere Wunden zu heilen und die Grenzen des Egos zu überwinden. Doch wenn wir dies tun, beginnen wir, das Leben auf eine neue Weise zu erleben. Wir beginnen, die Schönheit und Magie in jedem Augenblick zu sehen, fühlen eine tiefe Verbindung zu allem, was existiert, und leben in Harmonie mit den Rhythmen des Universums. Der Prozess des Übergangs von 3D zu 5D ist nicht etwas, das wir allein tun.
Es ist eine Reise, die durch den Kosmos unterstützt wird. Himmlische Ereignisse wie der blaue Vollmond spielen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung dieses Wandels. Diese Ereignisse wirken als mächtige Katalysatoren für die spirituelle Evolution, öffnen das Tor zu höheren Dimensionen und überfluten die Erde mit transformativen Energien. Vor allem der blaue Vollmond ist eine Zeit von immenser spiritueller Kraft. Er intensiviert unsere Absichten, schärft unsere Intuition und enthüllt, was in den Schatten verborgen war. Zu dieser Zeit wird der Schleier zwischen den Dimensionen dünner, was uns einen leichteren Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen ermöglicht. Das Universum scheint uns die Hand zu reichen und uns zum nächsten Schritt in unserer spirituellen Entwicklung zu führen. Heilkristalle sind großartige Werkzeuge, um ihre persönliche Energie auf kosmische Frequenzen einzustimmen. Beim Mondbaden zum Beispiel können Sie die transformierenden Energien des Mondes anzapfen, während Heilkristalle die Schwingungseigenschaften von Kristallen nutzen, um ihr Energiefeld auszugleichen und zu verstärken. Beide Praktiken verbessern ihre Fähigkeit, mit den höheren Schwingungen der 5D-Erde in Resonanz zu treten und erleichtern einen sanfteren Übergang in die neue Dimension. Wenn Sie spirituelle Praktiken in Ihren Alltag integrieren, fördern Sie Ihr spirituelles Wachstum und Ihre Entwicklung. Diese Praktiken schaffen heilige Momente für Reflexion, Heilung und Verbindung und fördern ein tieferes Verständnis für deinen spirituellen Weg und deine Bestimmung. Indem sie diese Rituale regelmäßig praktizieren, unterstützen sie ihre fortlaufende Entwicklung und richten sich stärker auf die transformativen Energien der 5D-Erde aus. Spirituelle Praktiken fördern den inneren Frieden und die Harmonie, die notwendig sind, um die Veränderungen, die mit dem Übergang zur 5D-Erde verbunden sind, mit Leichtigkeit zu erleben. Mondbäder und Heilkristalle bieten Gelegenheiten zur Entspannung, Selbstkontemplation und emotionalen Befreiung und helfen Ihnen, einen ruhigen und ausgeglichenen Geisteszustand zu bewahren. Diese innere Harmonie unterstützt Ihre Fähigkeit, auf höhere Frequenzen eingestimmt zu bleiben und Veränderungen mit Leichtigkeit zu erleben. Machen Sie sich die transformativen Energien des Mondes zu eigen, indem Sie ein Mondbad nehmen. Suchen Sie sich einen ruhigen, offenen Ort, an dem Sie sitzen oder liegen und den Mond betrachten können. Verbringen Sie in Voll- oder Neumondnächten Zeit damit, zu meditieren, Vorsätze zu fassen oder einfach die Mondenergie in sich aufzunehmen. Stellen Sie sich vor, wie Sie das Licht des Mondes in sich aufnehmen und ihm erlauben, Ihre Aura zu reinigen und zu energetisieren. Diese Übung hilft Ihnen, sich mit den Mondenergien zu verbinden und sich auf die kosmischen Rhythmen einzustimmen. Integrieren Sie Heilkristalle in Ihre tägliche Routine und verwenden Sie solche, die mit Ihren Absichten und Zielen übereinstimmen. Wählen Sie Kristalle wie den klaren Quarz für Klarheit, den Amethyst für spirituelles Wachstum oder den Rosenquarz für Liebe und Heilung. Legen Sie sie während der Meditation auf Ihren Körper, tragen Sie sie bei sich oder erstellen Sie ein Kristallgitter, um Ihre Energie zu verstärken. Wenn Sie mit Kristallen arbeiten, konzentrieren Sie sich auf Ihre heilenden Eigenschaften und formulieren Sie klar Ihre Absichten für Ihre Verwendung. Entwickeln Sie persönliche Rituale, die mit Ihrer spirituellen Praxis und Ihren Absichten in Einklang stehen. Dazu kann das Anzünden von Kerzen, die Verwendung ätherischer Öle oder das Hinzufügen von Elementen wie Salbei oder Palo Santo zur Reinigung gehören. Schaffen Sie sich einen heiligen Raum, in dem Sie diese Rituale durchführen können, und nutzen Sie sie als Zeit, um nachzudenken, Absichten zu formulieren und sich mit höheren Energien zu verbinden. Achten Sie auf kosmische Zyklen wie Mondphasen und astrologische Ereignisse und stimmen Sie Ihre spirituellen Praktiken auf diese Zyklen ab.
führen sie zum Beispiel bei Neumond Rituale durch, um Vorsätze für einen Neuanfang zu fassen. Oder nutzen sie den Vollmond, um loszulassen, was ihnen nicht mehr dient. Wenn sie ihre Praktiken auf die kosmischen Zyklen abstimmen, können sie diese Energien optimal nutzen und ihr spirituelles Wachstum unterstützen. Nehmen Sie sich nach Ihren spirituellen Praktiken Zeit für ein Tagebuch und reflektieren Sie Ihre Erfahrungen. Schreiben Sie alle Einsichten, Gefühle oder Botschaften auf, die Sie während der Rituale erhalten haben. Das Führen eines Tagebuchs hilft Ihnen, die Energien, mit denen Sie gearbeitet haben, zu reflektieren und zu integrieren und vertieft Ihre Verbindung zu den kosmischen Kräften, die in diesem Moment wirken. Erwägen Sie, Ihre spirituellen Praktiken mit anderen zu teilen oder sich einer Gemeinschaft anzuschließen, die ähnliche Rituale unterstützt. Sich mit Gleichgesinnten zu verbinden, kann Ihre Praxis stärken, Ihnen Unterstützung bieten und ein Gefühl für ein gemeinsames Ziel schaffen, während Sie sich alle gemeinsam durch den Übergang zur 5D-Erde bewegen. Indem Sie spirituelle Praktiken wie Mondbaden und Heilkristalle in Ihre tägliche Routine integrieren, stärken Sie Ihre Verbindung zum Kosmos und stimmen sich besser auf die transformativen Energien der 5D-Erde ein. Diese Praktiken unterstützen dein spirituelles Wachstum, fördern den inneren Frieden und helfen dir, ein tieferes Bewusstsein für deinen Platz im Universum zu erlangen. Nehmt diese Rituale an, um eure Reise zu bereichern und die höheren Dimensionen der Liebe, Harmonie und Einheit vollständig anzunehmen. Da wir uns dem Wendepunkt dieses bemerkenswerten Übergangs zur 5D nähern, ist es wichtig, die Zeichen zu erkennen und zu verstehen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um diese Transformation für unsere spirituelle Entwicklung zu nutzen. Der Übergang zur 5D-Erde markiert einen tiefgreifenden Sprung von einem Leben, das auf Angst basiert, zu einer Realität, die in Liebe, Frieden und Einheit verwurzelt ist. Indem Sie sich auf die Zeichen dieses Wandels einstimmen, wie zum Beispiel eine gesteigerte Intuition, die Kraft der Manifestation und körperliche Symptome des Aufstiegs, können Sie diese aufregende neue Phase der Existenz besser bewältigen. Praktiken, die mit den Energien der 5D-Erde übereinstimmen, wie zum Beispiel positive Affirmationen, spirituelle Rituale wie Mondbaden und Heilkristalle und das Vermeiden von Negativität, werden Ihnen helfen, einen hohen Schwingungszustand aufrechtzuerhalten und Ihre Reise durch diesen Übergang zu unterstützen. Jetzt ist es an der Zeit, offen und empfänglich für die Energien der 5D-Erde zu sein. Erlaubt diesen transformativen Frequenzen, euch zu größerer spiritueller Erfüllung und zur Ausrichtung auf euer höheres Selbst zu führen. Nehmt diese Veränderung mit Absicht und Bewusstsein an und lasst die heute geteilten Praktiken und Einsichten eure Reise stärken. Wenn Sie dieses Video hilfreich und inspirierend fanden, geben Sie ihm bitte ein Like. Teilen Sie es mit Freunden, die von diesen Informationen profitieren könnten, und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Inhalte über den Weg zu einem höheren Bewusstsein. Ihre Unterstützung hilft uns, Ihnen weiterhin wertvolle Einsichten und Inspirationen auf Ihrem spirituellen Weg zu vermitteln. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge dein Weg mit Licht und Transformation erfüllt sein, während du den Übergang zur 5D-Erde umarmst.